meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Schwangerschaftsupdate. Ich befinde mich aktuell in der 29. Woche und ich berichte euch von den letzten paar Wochen. Ich weiß jetzt nicht, wann mein letztes Update online gekommen ist, aber ist es jetzt schon 3 Wochen her oder 2? Also auf jeden Fall seit dem Vorfall damals mit meinem Gebärmutterhals habe ich ja nichts mehr hochgeladen, was so Updates betrifft. Deswegen dachte ich mir, jetzt wird an der Zeit. Ich hatte am Mittwoch meinen Arzttermin. Da muss es 2 Wochen her gewesen sein. Nein, das ist 3 Wochen her, glaube ich. Hatte am Mittwoch meinen Arzttermin, um einfach meinen Gebärmutterhals zu messen. Wir nähern uns langsam der 30er, der 3er vorne zu. Das ist so mein nächstes Ziel. Ich weiß nicht, ob ihr so seid. Ich bin ja so ein Mensch, ich setze mir so unheimlich gern so Ziele. Damals auch, als ich so jung war, ich komme mir dann so alt vor, wenn ich sowas sage, aber als ich so ein Teenie war, ne, war immer so mein Ziel, tut mir leid, Führerschein, dann irgendwann mal sein eigenes Auto und eine Arbeit, fest im Leben stehen, ne, einen Freund oder einen Mann dann, Kinder und ne, das, man hat ja immer so Ziele und das ist auch jetzt, es ist bei mir immer so. Das heißt, damals auch beim Abnehmen war das auch so. Mein Ziel immer, haben immer so Ziele gesagt, jetzt möchte ich bis, weiß nicht, 65 oder keine Ahnung, ne? Und ja, jetzt ist immer so mein Ziel gewesen, ich weiß nicht, von Anfang an, einfach mal die 12. Woche überstehen, ne? Das kennt ihr alles. Dann war es jetzt vor gar nicht so eine lange Zeit, dass ich die 24. Woche erreicht, damit, ja, das Baby ist dann meist eher überlebensfähig. Falls es losgehen sollte, was ich mir auf gar keinen Fall wünschen würde. Dann haben wir die 24. Woche überstanden. Dann war es die 28. Woche bei mir irgendwie, weil drittes Trimester und so, ne? Dann kommen wir schon so in den Endspurt und ja, und jetzt, dann war es halt so die 30. Woche. Da war der Unterschied recht knapp, so zwischen 28 und 30. Einfach um den Dreier vorne zu haben, keine Ahnung. Jetzt ist es. Wenn ich dann die 30. Woche erreicht habe, ist es dann eher so die 37. Woche, die vollendete 37. Woche einfach, damit es kein Frühchen mehr ist. Und dann ist es ja die Geburt, ne? Also so sind jetzt meine Ziele. Oh Gott, ne? Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Auf jeden Fall haben wir die Gebärmutterhals gemessen. Beziehungsweise ich zeige euch mal schnell ein Foto von unserem Zwerg. Dass da immer der Familienname oben stehen muss. Also, ne? Das ist unser kleiner Mann, es ist noch immer ein Junge, der hat fleißig geboxt, hat den Finger im Mund gehabt, hat Daumen gelutscht und, ne? Das ist der kleine Mann. Dann zu dem Termin, wegen welchem ich auch drüben war einfach um den Gebärmutterhals zu kontrollieren. Er hat sich Gott sei Dank, toi toi toi, Daumen halten, dass es bis zum Ende so bleibt und nochmal auf Holz klopfen. Ein bisschen verlängert, ging halt mehr zu. Wir sind jetzt bei 3,3 cm und wir waren ja ganz am Anfang bei 2,5, dann bei 3 und jetzt sind wir bei 3,3. Wir können uns eigentlich nicht so richtig erklären, was das ist, weil ich zu ihr gesagt habe, bevor wir gemessen haben, habe ich noch gesagt, boah, ich hatte letzte Woche so einen Stress, Kind war krank, dann war der Mann noch die Woche davor krank und dann hat sie schon so geschaut und gesagt, du, ich hoffe, es ist alles ruhig geblieben. Aber nein, irgendwie liegt es wohl nicht am Stress, ich weiß es nicht. Also es ist auf jeden Fall im Moment wieder stabil, ging sogar zu und ja, das ist, glaube ich, das Positive dran. Da war ich 27 plus 5. Beim Gewicht sind wir gleich, bin ich jetzt ungefähr bei 12 Kilo, so ungefähr 12 Kilo. Ich habe jetzt gelesen, ne, das ist immer so eine Sache, also Schätzwerte, aber man nimmt wohl in den letzten 3 Monaten noch 5 Kilo zu, circa 5 Kilo. Ich wäre froh, wenn ich nicht mehr als 20 dazu nehme. Es ist viel, ich weiß, natürlich würde ich gerne mit 15 rausgehen, aber glaube ich jetzt nicht, dass das... Ich habe im Moment vor allem so viel Lust auf Essen. Gott, ich könnte mich tot essen schon wieder, keine Ahnung, wie im ersten Trimester. Das war jetzt im zweiten ganz ruhig, also ich habe im zweiten wirklich nicht viel zugenommen, immer nur so ein bisschen, was ich glaube 3 Kilo, 2 Kilo oder so habe ich im zweiten Trimester zugenommen. Jetzt habe ich schon wieder so viel los, das glaubt ihr mir gar nicht, aber ich hoffe, das beruhigt sich noch ein bisschen die letzten paar Wochen.
die letzten 12 Wochen. Ne? Genau, was hat sie dann noch hingeschrieben? Mein Blutdruck war ein bisschen niedrig. Das Baby hat sich schon nach unten gedreht, also mit dem Köpfchen nach unten. Ich habe auch gefragt, kann sich es wieder zurückdrehen? Sie hat gemeint, möglich ist alles, aber sie glaubt jetzt nicht, dass es sich nochmal zurückdreht. Ich habe es auch gemerkt, weil ich die Tritte vermehrt oben gespürt so habe, also so eher oben so im Bauch, ne, so unter der Brust halt, ne, so ein bisschen tiefer. Und vorher habe ich es halt immer recht tief unten gespürt, die Tritte, wo er halt umgekehrt gesessen ist. Und ja, also er liegt schon mal in richtiger Position, soll er auch so bleiben und ja. Er ist um die 1 Kilo schwer, genau, eigentlich richtig. So von den Schätzmaßen ist schon wieder so eine Sache, ne? Ich glaube, er wird ein bisschen leichter als Lea sein. Ich bin mir da jetzt nicht sicher. Also Lea, ich habe den nächsten Untersuchungstermin, wartet mal, ich habe es geguckt, in 2 Wochen. Das heißt, ich bin in der 29., 30. Ich glaube, ich bin dann in der 31. Woche. Und ich war in der 30. Woche mit Lea, also 29 plus 0, habe ich geguckt. Bei ihrem Mutterkind fast, da hatte sie 1600 Gramm. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass er in einer Woche, wartet mal, ich war ja in der 28. bei ihr, dass er jetzt in 2 Wochen 600 Gramm zunimmt. Er wird ein bisschen leichter, versteht ihr mich? Also er war um die Kilo schwer und sie war 2 Wochen später 1600 Gramm schwer. Aber sie war auch ein recht schweres Baby, sie war fast 4 Kilo Baby. Und ja, deswegen glaube ich, wird da so ein bisschen leichter werden, aber wir werden sehen, keine Ahnung. Meine Plazenta ist nicht mehr tiefreichend, ja, was auch gut ist. Sie war bis dato jetzt immer sehr, lag sehr tief. Jetzt hat sie sich verschoben. Ich muss mich jetzt unbedingt umsetzen. Jetzt hat sie sich ganz normal wieder nach oben verschoben. Also das war ihr aber auch von Anfang an klar. Hat sie gemeint, dass das passiert durch das Wachstum der Gebärmutter und des Babys, dann verschiebt sie sich, ne, so nach oben und das ist so in Ordnung. Genau, das nächste Mal habe ich die vierte Mutter-Kind-Pass-Untersuchung. Wahnsinn, ne? Und jetzt noch so zu ein paar kleinen Kleinigkeiten, die ich mir notiert habe. Ich habe hier meine App schon offen. Habe nur so geguckt, jetzt wird das Baby ab der Woche ist es groß wie ein Kürbis. Genau. Und genau, sonst gibt es da nichts. 196 Tage schwanger, 12 Wochen bis zum RT. Genau. Dann habe ich ein paar Sachen aufgeschrieben. Wir wissen endlich den fixen Namen. Wir haben uns jetzt endlich entschieden. Ein sehr schöner Name. Ein nicht so moderner Name, würde ich jetzt sagen. Oder? Ja, ich glaube schon. Also es ist jetzt nicht so was wie Lea, ne? Ich finde, Lea ist schon eher moderner als, ne? Versteht ihr mich? Ich weiß nicht, so habe ich es im Gefühl, dass es früher nicht so viele Leas gab, ne? Er wird jetzt ein bisschen einen älteren Namen haben, aber da kommt noch ein separates Video dazu. Ich habe schon Schnullerketten bestellt und ja, dann drehe ich euch irgendwann mal so ein Video noch ab. Ich habe mir zuerst überlegt, ob ich erst warten soll bis zur Geburt. Ich weiß es nicht. Also da muss ich mir noch Gedanken drüber machen, ob ich es euch vorher sage. Aber ich glaube schon. Ich glaube schon. Wieso nicht? Warten bis zur Geburt. Es sind noch 3 Monate bis dorthin, dass ich deinen Mund halte. Keine Ahnung. Also ja. Für Lea ist es noch ein bisschen schwer, den Namen auszusprechen. Wir schreiben ihn jetzt aber nicht auf die kroatische Variante, sondern auf die deutsche Variante. Einfach, weil es schön ausschaut, meiner Meinung nach. Also aussieht der Name so geschrieben auf der deutschen Variante als auf der kroatischen Variante. Ne? So. Ihr fragt euch jetzt was, es gibt eine deutsche und eine kroatische Variante. Ja, weiß jetzt nicht. Beispielsweise Maria. Maria wird bei uns mit IJA geschrieben und im Deutschen IA, Maria, ne? Also so Sachen halt, damit ihr versteht, was ich meine. Also, Name vom Baby haben wir, da kommt noch ein Video dazu. Gewicht habe ich gesagt, so um die 12, 12,5 Kilo habe ich jetzt schon zugenommen in der 29. Woche. Egal. Zuckertest, habe ich euch den Zuckertest damals? Ich glaube, zum Zuckertest habe ich noch nie was gesagt, aber Zuckertest war vollkommen in Ordnung, war vollkommen positiv. Auch meine Blutwerte jetzt in der zweiten Schwangerschaftshälfte
sind völlig in Ordnung. Das Einzige, ich muss viel trinken, deswegen habe ich hier auch Wasser und trinke permanent oder versuche permanent zu trinken, weil sie das gemerkt hat in meinem Haar ein bisschen, dass ich einfach viel, viel mehr trinken muss. Und ansonsten, also aber nichts Schlimmes, ne? Ich habe mich auch zuerst erschreckt gehabt, aber sie meint, überhaupt nichts Schlimmes, einfach ein bisschen mehr trinken und dann ist das alles in Ordnung. Gut. Ich hab gelesen, diese Baby Blues, nein, diese Schwangerschaftsblues, ne? Also wie heißt denn das? Diese Depressionen, oh Gott, wie das klingt, ne? Aber so Momente halt, wo man einfach sich denkt, boah, ich mag nicht mehr, was nervt mich schon und ne? Ich freue mich wieder. Ich bin diese Schwangerschaft ist ganz okay, muss ich sagen. Es ist jetzt nicht so schlimm. Mit Lea habe ich es irgendwie immer so empfunden, so ich möchte endlich nicht mehr schwanger sein. Jetzt kommt es hin und wieder, aber es ist nicht so oft wie damals mit Lea. Also es ist hin und wieder einfach dieses Gefühlschaos, die Hormone, die spinnen einfach verrückt, wo ich mir denke, ich möchte so gern mich auf den Bauch legen oder langes Laufen und langes Gehen und unterwegs sein. Ich merke dann in meinen Hüften und in meinem Rücken dann am Abend ganz, ganz schlimm. Es kommt jetzt erst. Also ich hatte bis dato jetzt nicht so die Probleme, aber langsam, ne, merkt man es, puh, es wird anstrengend. Es wird wirklich anstrengend. Und wie schon gesagt, diese Hormone, manchmal Umwandlungen, wo ich mir denke, ich mag nicht mehr. Wann sind die drei Monate endlich vorbei? Und ne, so. Aber es ist schon alles gut. Das ist normal. Dann bin ich manchmal so weinerlich, dann wieder ist mir alles egal und oh, dieses Gefühlschaos, dieses Hormonchaos macht einen verrückt, aber gehört dazu, ne? Was ich ganz oft jetzt habe, ist Zahnfleischbluten, Leute. Das hatte ich mit Lea nie. Also ich weiß, man sollte Schwangerschaften nicht vergleichen, aber ich vergleiche es halt automatisch irgendwie. Ich habe in den letzten, sagen wir mal, 2 Monaten so oft Zahnfleischbluten gehabt, ich spüre plötzlich das Gefühl von Blut im Mund, ne? Voll ekelhaft. Und dann muss ich auch ins Bad und dann gucke ich und dann ist da wirklich Blut. Ich habe nie Zahnfleischbluten, nie. Aber ja, keine Ahnung, das muss an der Schwangerschaft liegen. Dann war letzte Woche, nein, vorletzte Woche war er sehr ruhig im Bauch. Also ich hatte das auch in der 25. Woche, ich habe es aber noch nie so erwähnt. Ich habe ein recht aktives Kind, wie ich finde. Also ich habe eine Vorderwandplazenta und er ist so aktiv. Trotz der Vorderwandplazenta habe ich ihn so früh gespürt. Und er wurde dann in der 28., in der 27. Woche um den Dreh herum, wurde er recht ruhig. Ich habe ihn schon gespürt, aber so nicht oft. Oh, das ist bei mir immer so jetzt gewesen in der Schwangerschaft danach. Habe ich so richtig gemerkt, boah, der Bauch ist riesig, ne? Oder danach habe ich die dritte so intensiv gespürt, so stark schon, ne? Und das hatte ich damals, wie schon gesagt, 24., 25. Woche herum und so immer mal wieder, ne? Dann weiß ich, oh, okay, in ein paar Tagen wird's größer wieder, ne? Vorne. Aber es ist immer so 2-3 Tage so und dann ist das vorbei. Und ja, eigentlich war es das. Ich habe kein Sodbrennen, toi toi toi, noch immer nicht. Ich merke ab und zu mal abends, dass meine Finger ein bisschen dicker sind. Ob das schon Wasser ist, ich weiß es nicht. Also mir passt mein Ring und alles noch, alles einwandfrei. Ich habe sogar noch genug Luft, wie immer. Aber irgendwie manchmal merke ich so oder sehe so von meinen Socken so Abdrücke unten. Also langsam, ne? Also immer nur so abends. Vielleicht kann ich es jetzt vorbeugen mit ein bisschen mehr trinken. Was ich jetzt mache, ich habe echt wenig getrunken, also das war ganz schlimm. Nehme ich mein Ding da immer mit, hier im Haus befüllst und dann laufe ich damit herum und ja. Das war's. Ich hoffe, ich habe alles erwähnt. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt sie mir in die Kommentare. Ich habe in 2,5 Wochen einen nächsten Frauenarzttermin und dann, also in 2-3 Wochen, kommt das nächste Update und ja, dann sage ich danke fürs Zusehen. Falls ihr Fragen habt, was ist das? In die Kommentare damit. Und ja, ich sage vielen herzlichen Dank fürs Zusehen. Macht's gut, meine Lieben. Tschüss. Ach ja, ich dachte mir, ich zeige euch noch meinen Bauch. Wäre mal nicht schlecht, ne? Vorne aus.
von der Seite. Und von der anderen Seite. So sieht der